Im September waren wir auf dem Mirog Festival, das auch 2008 auf dem Gelände des Histotainment Parks Adventon ausgerichtet wurde. Das hochkarätige Line-up hatte viele Größen der Mittelaltermusik zu bieten, wie Corvus Corax, Haggard, Rabenschrei, Die Streuner oder Omnia. Gerade diese Mischung aus musikalischen Bernsteinperlen und authentischem Mittelalterdorf hat uns interessiert. Herzlich willkommen auf dem Mirog Festival. Der Periplaneta Verlag macht nicht nur Bücher, sondern er schaut auch, wo die Künstler bleiben. Ja, und auf dem Mirog Festival können wir genau beobachten, dass der Musikmarkt wirklich zusammengebrochen ist. Musiker können sich mitunter keinen Mietraum mehr leisten. Nein, sie bauen ihn sich selbst. Eine klassische Lehmhütte in der Bauart 13. bis 14. Jahrhundert entsteht hier im Hintergrund. Und Lehm ist dann doch eine sehr organische Angelegenheit. Lange, lange haben wir gesucht, bis wir sie gefunden haben. Pinto hat sie uns dann mitgebracht. Ja, das blüht uns allen. Aber es macht Spaß, wie wir sehen. Das, was Tom da erzählt hat, stimmt natürlich nicht. Der Mann mit den lehmigen Füßen ist Steffen und Steffen ist im alltäglichen Leben Dachdecker. Er interessiert sich für historische Bauweisen und hat hier die Möglichkeit, die alten Techniken anzuwenden und zu erlernen. Das Haus entsteht nur mit dem Werkzeug und den Materialien, die den Menschen im Mittelalter zur Verfügung standen. Trotz des, gelinde gesagt, sehr herbstlichen Wetters war die Stimmung hervorragend und die Atmosphäre war wirklich die eines Mittelalterfests. Im Gegensatz zu vielen anderen Festivals war man hier auf dem Mirog wirklich Gast und nicht nur ein laufender Geldbeutel. Und dann ist uns auch noch der beste Slidgeridoo-Spieler der Welt, Luca von der Band Omnia, mit einem entzückenden Lächeln durchs Bild gelaufen. Auch moderne Haustiere waren zugelassen und hatten sichtlich ihren Spaß. Historische Haustiere, hier eine schwäbisch-hallische Schweinerasse, werden im Mittelalterpark nachgezüchtet. Und wenn man Schweine mit Feuer kreuzt, dann kommen Spanferkel heraus. Das Schwein hing über einem Feuer aus echter Holzkohle. Und so begaben wir uns auf die Suche nach deren Ursprung. Wir haben sie gefunden. CO2-Produktion im Mittelalter. Wo ist der Köhler? Meine CO2-Bilanz geht niemand was an. Was hat dich dazu bewogen? Wir sind schon sehr lange im Mittelalter geschehen. Hm? Und Holzkohle, weil es ist zum einen etwas, was eigentlich niemand macht. Es ist etwas, wo man sich sehr intensiv damit befassen muss, um das Fachwissen zu bekommen, weil es keinerlei Literatur eigentlich dafür gibt. Ein paar Doktorarbeiten, die muss man aber auch in die Uni-Bibliotheken erstmal suchen. Ja? Es ist etwas, das viel, viel Spaß macht. Also mir macht das wahnsinnig viel Spaß. Ihr habt den Park hier gegründet? Also wir sind halt eine der ersten Siedler, also unser Köhlerhaus, das stand hier, es gibt Bilder, da ist der Acker frisch umgegraben, es gibt hier überhaupt nichts. Und einsam und alleine mitten im braunen Meer steht unser Köhlerhütte. Was bewegt einen dazu, so einen Park aufzumachen? Also ihr versucht hier quasi das Leben nachzuempfinden? Also wenn ich jetzt einen Markt fahre, habe ich ja immer diese doppelte Geschichte. Zum einen, ich will irgendwas verkaufen oder ich bin halt eine Lagergruppe. Bin aber durch das, dass es einfach eine mobile Geschichte ist, eigentlich sehr stark eingeschränkt mit dem, was ich tue. Ich habe hier eigentlich die einzigartige Möglichkeit, mich bis ins Detail so richtig voll auf die Rolle und auf das Geschehen, den Beruf, die Zeit einzulassen, bis ins Detail. Das Ganze bleibt stehen. Ich habe die Vorteile, wenn ich hier komme, ich sperre die Hütte auf, es ist alles da, ich stelle meine Lebensmittelkiste rein und es geht los. Ich glaube, die Leute merken schon, dass wir es leben. Wir leben es aber für die Gäste. Also es sind auch ganz bewusst, also so im Inside-Bereich sagt man immer die Touristen. Und für mich sind es die Gäste und Besucher. Weil ich weiß, diese Menschen wollen ins Mittelalter, in das Geschichtsbuch, das wir hier darstellen, eintauchen. Und wir geben ihnen die Möglichkeit, eben auch in der Kommunikation, dass sie uns fragen, dass sie mitmachen. Wir machen ja ganz viele Kurse. Ich habe von Krabbelgruppen über Kindergärten, über alleinerziehende Papas mit ihren Kindern zum Köhlern, zum Feuer machen, Kindergarten, Geburtstage, alles Mögliche.
Mögliche. Also wir sind schon ein langsamer Bestandteil der Osterburgner und der weiteren Umgebung von den ihren kulturellen Entwicklung. Und das ist klasse. Also ich war das letzte Mal in Gewandung, bin ich heimgefahren, also mit dem Bummelzug und dann ICE und bin halt eingeschlafen und dann kam der Schaffner und dann bin ich aufgewacht und wollte mein Ticket. Dann hat er gemeint, du bist der Köhler von Advent und lass stecken. Also man kennt einen langsam. Okay. Warum wollen die Leute in dieses Geschichtsbuch eintauchen? Also ich glaube, dass unsere Welt, also unserer momentanen Gesellschaft fehlt das Begreifende. Also wir sind eigentlich schon so abstraktiert mit allem, was wir tun. Das ganze Internet, die ganzen Unterhaltungen, alles ist auf irgendwelchen Datenträgern gepresst, alles ist irgendwie nicht mehr erfahrbar. Wenn ich jetzt, um jetzt bei mir Rock zu bleiben, wenn ich jetzt eine akustische Gitarre oder ein Dudelsack oder eine Leier anlang mit den Fingern und die Töne erzeugt uns nur in dem Schallkörper, dann ist das nur etwas, was ich begreife und erfühlen kann. Also auch den Schall von dem Instrument spüre ich. In unserer Welt, ohne das jetzt werten zu wollen, in unserer Welt, in der jetzigen Welt, ist es ja so, dass alles sehr viel künstlich nachgestellt wird, alles elektronisch nachgefüllt wird und die Leute merken, dass sie das zwar von ihrer Wahrnehmung erfassen können, aber dass dieser Kick nämlich nicht nur von der Optik und von der Akustik, sondern eben das Begreifen, den Schall, den echten Schall spüren, das anlangen können, das fehlt ihnen. Ja. Und deswegen kommen sie hierher und deswegen kommen sie auch hier in den musealen Bereich, der aber nicht so stinkmuseal ist wie so ein Volkskundemuseum, sondern der eben, also mit dem Köhler kann ich schwätzen und kann mir auf ein Bierle in der Nacht um drei mit ihm hinsetzen und sagen, komm, trink ein Met mit mir, weil ich bin ja immer wach, also ich arbeite ja hier 60, 70 Stunden am Stück, wenn der Maler brennt. Und das kann ich weder im Museumsdorf, wo sie dann im Prinzip ihr Kostüm ausziehen und ja, wie gesagt, ich fahre mit dem Ding am ICE und ich bin das. Ja. Und die Leute sehen mich am Bahnhof in Stuttgart und sagen nicht, das ist ein Spinner da, sondern die sehen, ich bin das einfach. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was die Leute als, also die Leute verarschen mich dann nicht, sondern die wissen, die sagen dann, sie schauen aus, wie wenn sie jetzt gerade aus dem Zeittunnel kommen oder so. Weil ich das verkörpere, was ich darstelle. Und das ist eigentlich mit ganz vielen hier, die mittlerweile das verkörpern, was sie darstellen wollen. Und das, glaube ich, das akzeptieren die Leute. Und deswegen kommen sie auch immer mehr hierher. Also wir hatten noch nie so ein gutes Jahr wie 2008. Die hier sind wohl die Einzigen, die sich aus Angst um ihren Speck keine steigenden Besucherzahlen wünschen. Das Mirock-Festival ist bestimmt auch im nächsten Jahr einen Besuch wert. Es hat uns wirklich sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank, vielen Dank.